Haben Sie sich schon mal überlegt, was ein Frosch ohne Teich und Wiese machen würde? Wahrscheinlich würde er nicht überleben. Und genau das Gleiche könnte in Zukunft auch dem Berufsstand passieren. Warum, fragen Sie sich? Das erklärt Ihnen Professor Bär, seines Zeichens Chief Digital Officer der DATEV. Also, mir gefällt das Beispiel ganz gut. So wie der Frosch sich im Wasser bewegen muss, System 1, muss er sich an Land bewegen, System 2 ist aber gar nicht mal so homogen. Da gibt es die Wiese, da gibt es den Wald und noch vieles mehr. So bewegt sich auch der Unternehmer, die Kanzlei in verschiedenen Ökosystemen. Der Unternehmer hat ein System zu seinen Lieferanten, er hat ein System zu seinem Kunden. Unsere Kanzlei hat ein System zur Finanzverwaltung. Die Finanzverwaltung hat ein eigenes System vielleicht wieder zum Unternehmer. Und so gibt es viele verschiedene Ökosysteme. Und wir als DATEV bringen die Ökosysteme zusammen, vernetzen die, damit der Kunde, sowohl Unternehmer als auch die Kanzlei, es einfach leichter haben. Wir machen die Arbeit leichter und helfen ihm beim Erfolgreichsein. Auf der CeBIT reden wir aber natürlich nicht nur über Flora und Fauna, sondern können auch ganz konkret werden, wenn es um das Thema digitales Ökosystem geht. Professor Bär mit einem anschaulichen Beispiel. Nehmen wir mal die Vereinfachung, die da für den Bürger, für die Kanzlei aber auch drin ist, das Thema Einkommensteuererklärung. Heute ist jeder genervt, wenn er Belege sortieren muss, vorher sammeln, dann zum Steuerberater tragen im Ordner. Der Steuerberater muss es wieder aussortieren, er muss es zusortieren in Programmen. Also ein ziemlich langer Prozess, nervt wahrscheinlich alle Beteiligten, weil die eigentliche Arbeit, ich mache Steuerberatung, kommt ganz zum Schluss minimal. Wir werden noch in diesem Jahr eine Lösung anbieten, dass der Steuerbürger seinen Beleg, der steuerrelevant ist, einfach abfotografiert. Und dann ist er schon im System, im Ökosystem des Steuerberaters. Der macht nur noch den Monitor auf und dann hat er den Blick vor sich und kann direkt mit der Beratung und der Erklärung beginnen. Um das Beispiel vom Anfang nochmal aufzugreifen, der Frosch kann also nur überleben, wenn sein Ökosystem funktioniert. Das Gleiche gilt auch für unsere vernetzten Systeme in der digitalen Welt. Thank you.